Ich habe mich entschieden, heute Chicken Nuggets selber zu machen und das mal auszuprobieren. Also im Endeffekt seht ihr hier alles, was wir brauchen. Ein paar Sachen kommen da noch mit rein. Bisschen experimentell, was ich hier gerade mache. Also ich mache das so jetzt zum ersten Mal. So, ich habe mich da ein bisschen inspirieren lassen. Also unter anderem von Sebastian Liege zum Beispiel, den ich ja sowieso echt mag. Und ja, schauen wir mal. Dann kommt hier das Hähnchenfleisch. Das Hähnchenfleisch habe ich ein bisschen angefroren, also das ist knackenkalt. Kommt hier noch ein Ei rein. Also was jetzt hier drin ist, ist eine Knoblauchzehe, respektive zwei kleine Knoblauchzehen. Dann ist drin eine Chilischote, die habe ich in Gelb genommen, dass die Farbe nicht so verändert wird. Dann ist noch drin ein bisschen Ingwer. Also das ist so ein bisschen jetzt die Chicken Nuggets für Erwachsene. Kommt noch ein bisschen Pfeffer dazu. Bisschen Salz. Machen wir aus der Hand. Nach Augenmaß und Sackgewicht. Bei so einer Hühnermasse würde ich euch echt empfehlen, macht die selber. Damit wir noch ein bisschen Bindung reinbekommen, gebe ich jetzt hier dazu, nicht wundern, das ist Backpulver. Und Sahne steif. Sahne steif ist im Endeffekt ein bisschen Traubenzucker, Stärke und dann, worauf es mir aber ankommt, Phosphate. Und damit müsste ich eigentlich in die ganze Masse noch gut Wasser mit reinbinden können. Das ist jetzt Reismehl, das bindet mir auch noch ein bisschen Wasser. Ein bisschen zu, also im Endeffekt mache ich jetzt eine klassische Wurstmasse. So. Dann mal schauen, ob der Spaß funktioniert. Wichtig ist immer mal zu überprüfen, dass die Masse nicht allzu warm wird. Wir sehen, die Masse ist noch nicht ganz homogen. Schauen wir mal kurz rein. Oh ja, das sieht aber schon ganz gut aus. Man sieht, das hat jetzt einen richtig schönen Stand. Und ich denke, das reicht jetzt vom Kuttern her. Oh ja, hat schon ein ganz gutes Aroma. Also mich würde nicht wundern, wenn die Dinger besser schmecken als bei irgendwo. Die Masse hat schon ganz schön gebunden. Und die ist deutlich besser, als ich gedacht habe. Das hat schon wirklich die Konsistenz von einem Leberkäsebrett. Wenn man reinfasst, ist immer noch kalt. Die Konsistenz möchte ich noch ein bisschen teigiger. Ein bisschen Paniermehl rein. Dass wir quasi eine Bulettenmasse bekommen. So, das lassen wir jetzt 10 Minuten stehen, dass das Paniermehl ein bisschen ausquellen kann. So, das Paniermehl machen wir uns heute selber. Dafür habe ich jetzt ein bisschen Reismehl, ein bisschen Stärke. Normales Paniermehl. Da geht es einfach um die Masse und ein paar, nennen wir es mal, Stapelchips. Gastronom sind diese praktischen Edelstahlteile. Ja, und wenn da jetzt nur ein, zwei Stücke drin sind, dann ist das auch nicht so wild. Wir panieren sowieso mehrmals. Dann, ja, das Brett ist foliert. Ganz ehrlich war es vor einer halben Stunde noch in der Spülmaschine und ich habe keine Lust, das jetzt gleich wieder abzuspülen. Also lieber ein bisschen Folie. Hier habe ich jetzt einfach ein bisschen Mehl, ein bisschen Ei, ein bisschen Wasser. Also wir machen jetzt so eine Mischung zwischen Nass- und Trockenpanade. Der Chef hat gesagt, du hättest auch einen Fingerhut nehmen können. Die Schale stand gerade da. Könnte man jetzt auch Bier reinmachen, also einen Bierteig draus machen. Aber wir wollen ja das nur in den Kram in die Brösel zu wälzen. So, dann drücken wir das hier einfach ein bisschen flach. Jetzt könnte man die Masse natürlich auch ausstechen. Wenn das Ausstreichen sparen können. Bringen wir das ein bisschen in Form. Oh, sieht aus wie das Original. Wichtig ist, dass wir mit der Temperatur jetzt nicht zu hoch gehen. Da müsst ihr einfach die Temperatur ein bisschen im Auge behalten. Also ich weiß, auf Stufe 7 wird mein Herd nicht allzu heiß. Ah, das ist kein schönes Arbeiten, wenn die Kamera so voranhängt.
Hört sich jetzt auch schon an, als ob da Wasser rauskommt. Das ist das Herz. Oh. Ich habe jetzt die Hitze noch ein bisschen runtergedreht. So sieht es dann ungefähr aus. Da sind sie aber noch lange nicht fertig. Jetzt machen wir uns noch ein kleines Süßchen dazu. Das wird im Endeffekt eine Cocktailsoße. Ein bisschen abgewandelt. Die Mayo kann weg. Ein bisschen Tomatenmark. Was ich gerne mache, ein bisschen Note rein. Das ist Kumin. Immer noch die Geheimwaffe. Geräucherte Paprika, Salz und ein klein bisschen Honig. Ein bisschen Pfeffer. Und damit wir auch was Gesundes drin haben, ein paar Kräuter. Muss jetzt gut verrührt werden, weil wir haben den Honig drin, der verteilt sich immer nicht so optimal. Ja, haben wir schon guten Dip. Das ist ganz gut geworden.